Hallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir wieder ein anderes Thema, was aber mit dem Ganzen auch wieder zusammenhängt, was viele von euch sehr, sehr stark interessiert. Und heute geht es um die Anunnakis, um die Entstehungsgeschichte der Menschheit und um auch andere Wesenheiten. Und mit Herrn Tepperwein werde ich genau darüber sprechen. Also bleibt dran, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen, lieber Herr Tepperwein. Schön, dass Sie uns wieder hier auf diesem Interviewkanal sprechen und uns austauschen und Sie uns Ihre Wahrnehmung mitteilen über die Entstehungsgeschichte der Menschheit. Viele Menschen leben das Leben im Jetzt nicht einmal. Sie schöpfen nicht das volle Potenzial aus, was eigentlich zur Verfügung steht. Aber ganz oft wäre das Wissen darum, dass wir eben diese Kraft und diese Macht haben, dieses Leben so zu genießen und zu erleben, in dem Wissen, was wir selbst sind. Nun gibt es Menschen, die gehen auf die Suche und werden nie fündig, weil sie immer Suchende bleiben, nach der Suche, was bin ich eigentlich? Und dann gibt es aber auch jene, die verstehen, dass die Suche irgendwann aufhört, sobald es macht. Und vielleicht können wir hier mit diesem Interview genau das mit veranlassen, dass Menschen dieses Erlebnis bekommen und daraus dann leben. Und deswegen reden wir heute genau darüber, die Entstehungsgeschichte der Menschheit, die Anunnakis, andere Wesenheiten. Und jetzt gebe ich gerne das Wort an Sie weiter. Wie würden Sie sagen, ist die Menschheit entstanden? Wenn wir jetzt ganz vorne anfangen, dann brauchen wir Tage, um das zu besprechen. Also ich fange mal an dem Punkt an, der für die meisten wahrscheinlich relevant ist. Machen wir uns einmal bewusst, unser menschlicher Körper ist das Ergebnis eines Genexperimentes. Das heißt also, wir sind reine Lichtwesen. Wir sind früher hier auf die Erde gekommen, nicht durch Zeugung und Geburt. Es gab Mann und Frau nicht. Als Lichtwesen sind wir ohne Geschlecht. Das heißt also, wir sind einfach nur so, wie man irgendwo in Urlaub fährt, so sind wir eingetreten hier als Lichtwesen mit unserem Lichtkörper und haben dann unsere Schwingung angepasst hier an diese Möglichkeiten. Und vor etwa 350.000 Jahren kamen die Anunnaki auf die Erde, ein anderes Volk, auf der Suche nach Gold, nicht wegen Reichtum, sondern sie brauchten das für ihre zur Stabilisierung ihrer Atmosphäre. Und da die Suche sehr anstrengend war, und sie waren ja nicht so viele, schufen sie sich Helfer. Und sie nahmen also die Lebewesen, die sie hier vorfanden, die Lichtwesen, die waren nicht interessiert, konnten auch hier nicht richtig handeln, in dem Sinne, die konnten nur Erfahrungen machen. Also wir, unsere Vorfahren, sagen wir mal, die waren wenig geeignet, die waren auch nicht bereit, Befehle entgegenzunehmen oder auszuführen. Und dann haben die eben andere Lebewesen genommen, die sie hier vorfanden, und haben die verändert, ihre Genetik verändert, und dazu haben sie ihre eigene DNA genommen. Aber sie haben diese DNA zu einem großen Teil deaktiviert, weil sie nicht wollten, dass wir ihre Intelligenz und ihre Langlebigkeit hatten. Und sie mussten aber dann jeden Einzelnen klonen. Und um das zu vereinfachen, schufen sie Mann und Frau, damit wir uns selber reproduzieren. Sexualität und so weiter. Das alles hat sich über Jahrtausende hingezogen. Das war nicht so, dass die das einfach gemacht haben, sondern
Das waren wirklich Experimente und es kamen anfangs auch sonderbare Mischwesen raus, bis sie allmählich eben dann den Weg gefunden hatten, wie sie das erreichen konnten. Und unsere ersten Körper waren etwa 800, lebten etwa 800 bis 1000 Jahre nach heutiger Zeitrechnung. Mhm. Und damit sie ihre Experimente schneller überblicken konnten und nicht immer 1000 Jahre warten mussten, bis sie sehen konnten, was ist denn daraus geworden, haben sie unsere Lebensspanne verkürzt, 100 Jahre, und haben dann später auch Krankheiten geschaffen, denn die ersten Menschen kannten keine Krankheiten, um Überbevölkerung zu vermeiden. Und so hat das begonnen. Und das ist jetzt gerade sehr, sehr spannend, wie Sie sagen, dass die Lebenszeit verkürzt worden ist. Das heißt also, so wie es auch in der Bibel drauf, also wie es in der Bibel auch drinnen steht, dass Menschen 300, 500 Jahre alt wurden, also ganz viele Fakten sind ja bereits schon niedergeschrieben und trotzdem weigern sich die Menschen daran zu glauben, dass es sowas überhaupt gab. Viele, nicht alle, um Gottes Willen. Aber hier wurde dann entschlossen, dass die Menschen eben nicht mehr so alt werden, obwohl wir dieses Potenzial haben, eben sehr, sehr alt auch werden zu können. Was aber deaktiviert worden ist, wie Sie sagen. Also die Anunnaki werden ein paar tausend Jahre alt und können mit entsprechenden Mitteln ihr Leben verlängern. Also sie könnten praktisch fast ewig leben, könnte man sagen. Mhm. Aber unsere Lebensspanne, die haben sie auf 800 bis 1000 Jahre begrenzt. Das steht auch so in der Bibel, Methusalem und Noah und so weiter. So okay. Alt, die kriegten erst mit 200, 300 Jahren Kinder und so weiter. Genau. Das war eine andere Art, aber da mussten die Anunnaki zu lange warten, bis sie überblicken konnten, das Ergebnis ihrer Genveränderung. Und deswegen haben sie eben unsere Lebensspanne verkürzt. Und weil wir dann trotzdem so fruchtbar waren, haben sie dann eben auch noch, es entstand eine Überbevölkerung und dann gab es Nahrungsknappheit. Und dann haben sie eben Krankheiten geschaffen, damit wir uns entsprechend dezimieren und in der Waage halten. Also das war ursprünglich gar nicht vorgesehen. Und im Laufe der Zeit kamen dann auch noch andere Außerirdische. Mhm. Sie wollten gerade was sagen? Ja, bevor wir gerade weitergehen, wollte ich jetzt nur noch mal den Standpunkt festhalten. Das heißt, die Evolutionsgeschichte hier auf der Erde, weil keiner so interessiert war, auf die Erde zu kommen, hat seinen Lauf genommen. Die Neandertaler, die gab es hier, die haben ihren eigenen Zyklus quasi erlebt und daraus wurde dann, das wurde als Potenzial genommen, gemischt mit dem Anunnaki und als Genobjekt wurde der Mensch geschaffen. Wir gehen hier 350.000 Jahre zurück. Ja. Da gab es keine Neandertaler. Mhm. Da gab es aber schon unsere Vorfahren, könnte man sagen. Mhm. Lichtwesen, die mit ihren Lichtkörpern hier lebten und diese Lichtkörper hier bedingungsmäßig anpassten. Mhm. Aber da sie keinen materiellen Körper hatten, konnten sie nicht richtig handeln. Mhm. Und deswegen, sie haben Erfahrungen hier gemacht, sie konnten reisen mit ihren Lichtkörpern und auch hier sein natürlich, hier leben und so weiter. Und Nahrung brauchten als Licht. Aber die waren weder geeignet noch willens, für die Anunnaki da Gold abzubauen. Deswegen haben die das, ich weiß nicht, sie werden es versucht haben, das weiß man heute nicht mehr, aber die waren nicht geeignet. Und dann haben die sich also andere Lebewesen genommen. Gehen wir mal von lemurenartigen Halbaffen aus. Mhm. Ja, die mussten sie jetzt intelligent genug machen, damit die Befehle verstehen. Mhm.
Und das hat auch lange gedauert. Die haben nicht verstanden, warum sie was machen sollten. Und sie haben es dann auch wie Kinder vergessen, Peter und so weiter. Mhm. Also sie mussten sorgen dafür, dass sie Lebewesen schaffen, die klug genug sind, Befehle zu verstehen und zu befolgen, ne, und dumm genug, sie zu befolgen. So. Diese Balance, das hat, wie gesagt, etliche tausend Jahre gedauert. Und im Laufe der Zeit kamen dann auch andere Außerirdische, Jahrtausende später auseinander, hierher, die in unseren Genpool ihre Gene einbrachten. Mhm. So entstanden die verschiedenen Rassen. Mhm. Ja, weil die ja eine andere Genetik hatten. Ich verstehe sehr gut, ja. So kann man das erklären, dass die Menschen so unterschiedlich sind und doch aber alle eine Menscheneinheit. Ja, aber wir sind natürlich von unserem wahren Wesen alle noch immer vollkommenes, ewiges Sein. Mhm. Wir haben einen vollkommenen Lichtkörper, der uns durch alle Inkarnationen begleitet. Und wenn wir hierher kommen, durchlaufen wir inzwischen den Zyklus von Zeugung und Geburt. Das heißt, wir bekommen hier ein Erdenkleid, einen menschlichen Körper, der ist angepasst an die Schwingung hier. Das ist unser Erfahrungs- und Handlungsinstrument. Mhm. Mit dem können wir hier etwas machen. Mit dem Lichtkörper könnten wir hier nichts machen. Was ist mit jenen geworden, die eben Lichtkörper waren, die nicht bereit waren, ja, den Anunnakis so zu dienen, sage ich jetzt mal? Die waren ja auch noch existent oder sind existent, aber was ist mit denen geworden? Die waren für die Anunnaki uninteressant. Die haben hier ihre Erfahrung gemacht, wegen der sie gekommen sind. So wie man irgendwo Urlaub macht und wenn der Urlaub zu Ende ist, geht man wieder nach Hause. Also die sind hier eingetreten mit ihrem Körper, die brauchten nicht gezeugt und geboren werden, mussten nicht heranwachsen, sondern waren ja gleich erwachsen, waren ja gleich vollkommen und haben ihre Erfahrung gemacht und wahrscheinlich haben die sich überhaupt dann kaum noch berührt mit den Besuchern. Mhm. So. Und dieser Lichtkörper, der ist geschlechtslos, kennt keine Krankheit und ist zeitlos, kann nicht sterben. Ist ewig. Und in dem leben wir noch ständig. Das heißt, dessen sollten wir uns bewusst sein. Ich kann da nicht eintreten oder muss da irgendwelche Übungen machen, um wieder meinen Lichtkörper zu bekommen. Das ist mein Körper, in dem bin ich die ganze Zeit. Ja, auch, und zwar nicht in dem menschlichen Körper, sondern der Lichtkörper ist größer als der menschliche Körper. Ja, so, also der menschliche Körper ist in mir, nicht ich bin im menschlichen Körper. So, dann haben wir so eine Vorstellung mal, wie das aussieht. Und diese Wesen, die uns hier brauchen, die benutzen auch unsere Energie, vor allem unsere Emotionen. Und sie sorgen dafür, dass möglichst viele Emotionen entstehen. Das geschieht am besten durch Auseinandersetzung. Also verursachen sie Streit, Auseinandersetzung, Kriege und so weiter, damit eben starke Emotionen entstehen. In gewissem Sinne könnte man sagen, wir sind für die wie Milchkühe. Die sorgen dafür, dass wir möglichst viel Milch geben, also viele Emotionen haben. Und dazu brauchen wir eben diese Streitereien. Aber wir sollten uns immer wieder bewusst machen, wer wir wirklich sind. Und wir werden von denen in der Matrixfalle gehalten, wie in einem Stall. Ja, die Matrixfalle besteht darin, dass wir manipuliert werden. Die können unser Bewusstsein nicht manipulieren, das können sie gar nicht erreichen. Aber sie können uns mental
manipulieren und geben uns also die Überzeugung, wir sind Menschen, wir sind hier geboren worden, wir sind herangewachsen, wir werden krank und wieder gesund, wir werden älter mit der Zeit und irgendwann sterben wir. Das ist ganz normal. Und alles, was wir tun, hat karmische Folgen. Und um diese karmischen Folgen zu erleben und damit zu erlösen, müssen wir wieder inkarnieren und müssen, und dann sind wir wieder im Stall und so weiter. Das ist deren Strategie, die funktioniert ja auch gut. Das heißt also, solange die Menschen nicht erwachen, sind sie in dieser Matrix-Falle im Rad der Wiedergeburt und des Karmas praktisch gefangen und müssen erstens hierbleiben und zweitens immer wieder herkommen. Aber wir können uns jederzeit befreien, indem wir uns erinnern, wer wir wirklich sind. Und damit das nicht geschieht, versuchen uns diese Menschen, diese Wesen, halten, in spiritueller Demenz zu halten. Das heißt, wir vergessen, wer wir sind. Wir glauben, Menschen zu sein. Und das ist eben der Lauf der Dinge. Und da versuchen wir gar nicht erst auszubrechen. Wir versuchen, das Beste draus zu machen. Und die helfen uns auch, so wie wir unsere Kühe natürlich auch versorgen und sorgen, dass sie es angenehm haben. So sorgen die auch dafür, dass wir hier auch unsere Freuden haben. Das ist ja auch Energie, die sie brauchen können und so weiter. Das heißt also, nach deren Plan sorgen sie dafür, dass wir so viel wie möglich immer wieder inkarnieren und immer wieder hierher kommen und immer wieder in Auseinandersetzungen, Kriege gehen und schön Emotionsmilch produzieren. Und jetzt muss ich auch was dazu sagen. So interessant wie dieses Thema komplett auch ist und so viele Menschen auch immer wieder ihren Ursprung suchen, sollte man genau das vor Augen halten, dass eben in jedem Moment es möglich ist, sich da wieder rauszubefreien. Denn deine Vorstellung, lieber Zuschauer, dein Glaube formt genau deine Realität und so erlebst du immer wieder diese karmischen Verbindungen, so erlebst du immer wieder auch die Ereignisse, so wie sie es jetzt auch schildern, Herr Tepperwein, geht die Vorstellung vor und das wird erlebt. Aber in jedem Moment oder in dem Moment, wo wir uns wirklich klar machen, dass wir aus diesem wahren Sein kommen, sind wir daraus wieder draußen. Ich würde noch nicht mal sagen, sind wir erlöst, weil wir waren ja nie gefangen. Wir haben uns ja nur in der Vorstellung fangen lassen und erleben genau das. Das heißt, so viel wie andere Wesenheiten an uns rum experimentieren, wenn wir uns sammeln und ganz klar wieder in unserem Sein sind, kann uns nichts geschehen. Ganz genau. Das heißt, die können uns als Bewusstsein nicht erreichen. Bewusstsein ist ihnen nicht zugänglich und sie können das sowieso nicht beeinflussen. Also machen wir es doch gerade mal praktisch. Ja, ganz dauert ja nur 2-3 Minuten. Also machen wir uns erst einmal bewusst, was die meisten ja nicht im Bewusstsein haben, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind hier nur vorübergehend zu Gast, um bestimmte Erfahrungen in der Dualität zu machen. Von unserem wahren Wesen her sind wir immer noch reine Lichtwesen, vollkommenes, ewiges Sein. Wir sind hier, um unsere Vollkommenheit bewusst zu erleben und sie als unser Leben sichtbar zu machen. Dazu sollten wir ganz bewusst die Identifikation mit der Illusion des Ich auflösen, mit der Illusion, ein Mensch zu sein. Also ich mache mir bewusst und jetzt vollziehend erleben, nicht nur zur Kenntnis nehmen, ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht mein Verstand. Ich bin nicht meine Persönlichkeit. Sondern, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich habe einen Körper. Ich habe einen Verstand. Ich habe eine Persönlichkeit. Ich bin der Besitzer, der Benutzer, der das hat.
Und damit gehen wir noch einen Schritt weiter. Schaue ich jetzt meinem Körper, meinem Verstand beim Leben zu und bin der bewusste Beobachter. Und als Beobachter kann ich ja nicht das sein, was ich beobachte, sondern ich bin der Beobachter und mein Körper, so wie man sein Auto betrachtet zum Beispiel, ja, oder eine Blume in seinem Garten, so beobachte ich jetzt meinen Körper und lebe ab jetzt, wenn Sie bereit sind, ständig, lebe als bewusster Beobachter. Schaue ständig meinem Körper, meinem Verstand beim Leben zu. Ich kann die Gedanken des Verstandes wahrnehmen natürlich. Ich kann die Gefühle des Körpers wahrnehmen. Das ist ja mein Erfahrungsinstrument. Ja? Also worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, das nehme ich wahr. Und wenn ich jetzt der Beobachter bin, was macht ein Beobachter? Der nimmt wahr, was gerade geschieht. Dann bin ich im gleichen Augenblick nicht nur getrennt von der Illusion des Menschseins, bin der bewusste Beobachter, ich bin auch in der Wahrnehmung. Denn als Beobachter nehme ich ja wahr. Und ich bin nicht nur in der Wahrnehmung, ich bin auch im ewigen Jetzt. Denn wahrnehmen kann ich nur jetzt. Ich kann nicht vorhin wahrnehmen oder nachher. Geht nicht. Also da bin ich auf einmal dort angekommen, wo das Leben stattfindet. Denn das Leben findet auch im Jetzt statt. Der Verstand treibt sich meistens in der Vergangenheit oder in der Zukunft rum. Er überlegt, was er in der Vergangenheit hätte anders machen sollen und macht sich Sorgen über die Zukunft. Aber währenddessen geht das Leben im Jetzt weiter. Er ist aber nicht da. Er ist in Gedanken. Wo treibt er sich rum? Das heißt, die meisten Menschen leben noch gar nicht wirklich. Die träumen nur vom Leben und bereiten sich damit auf das Leben vor und sterben irgendwann, ohne je gelebt zu haben. Aber sie haben es nicht bemerkt, sondern sie leben in ihrer Traumwelt und halten das für die Wirklichkeit. Und fühlen, denken, handeln, haben ihre menschlichen Probleme. Und was sie nicht wissen, solange sie in der Identifikation mit der Illusion des Menschseins sind, verursachen sie damit die ganzen menschlichen Probleme. Die hätten wir gar nicht. Und in dem Moment, wo sie leben als bewusster Beobachter, nicht mehr identifiziert mit dem Ich, verschwinden alle menschlichen Probleme aus ihrem Leben. Die müssen gar nicht gelöst werden. Die hören auf zu existieren. So wie ihr, wenn sie einen Albtraum hatten und sind in großen Schwierigkeiten und wachen auf, ja, dann brauchen sie die Schwierigkeiten des Albtraums nicht mehr lösen. Sie sind ja jetzt in der Realität. Die Seifenblase Traum ist geplatzt. Aber bis eben war das ihre Wirklichkeit. Und in dieser Situation sind die meisten Menschen, das heißt also, das Leben eines Menschen beginnt erst in dem Moment, wo er zu sich selbst erwacht und lebt als der, der er wirklich ist. Das ist seine geistige Geburt und das ist der Beginn seines wahren Lebens. Und dies ist eben auch unantastbar für die anderen Wesenheiten. Das kann niemand verändern, das ist die Wirklichkeit. Die leben ja in der Illusion, also in der Traumwelt. Die sind Teil der Traumwelt. Realität ist Traum. Das, was wir Realität nennen. Das ist nicht die Wirklichkeit. Die meisten Menschen kennen keinen Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit. Aber das ist ganz einfach. Die Weisheit der Sprache sagt es schon. Wirklichkeit ist das, was wirkt. Und Realität ist das, was bewirkt wurde. Und wenn ich eben in der Realität, in der Illusion lebe, ein Mensch zu sein, dann bewirke ich damit eben diese Traumwelt.
Also erstmal muss ich ganz kurz dazu sagen, als wir das eben gemacht haben, ich habe sofort mein drittes Auge gespürt, wie es pocht. Also die Wahrheit im Wort aktiviert direkt im Menschen was. Und vielleicht möchten die Zuschauer auch mal hier unten drunter nochmal was draufschreiben oder spulen nochmal zurück. Drittes Auge direkt aktiviert und auch mich selbst mit Ihnen im Interview mit dem Computer von da oben gerade gesehen, wie das hier gerade sich abspielt. Also es ist wirklich da, wenn man es einfach nur, wenn man sich drauf einlässt und einfach nur macht. Und das haben Sie jetzt auch sehr, sehr schön nochmal aufgezeigt. Das wollte ich jetzt einmal sagen. Und ich möchte auf eine Falle aufmerksam machen, was viele machen. Die stellen sich jetzt vor, sie bleiben im Ich, stellen sich jetzt vor, sie beobachten sich. Mhm. Das ist aber nur eine Vorstellung. Da beobachtet der Verstand den Verstand. Aber sie sind nicht in der Wirklichkeit. Ja? Und deswegen diese Schritte vollziehen, sich bewusst machen, ich bin nicht der Körper, ich habe einen Körper, ich bin vollkommenes, ewiges Sein. Und wenn ich das dann kann, dann fühle ich einmal meinen Lichtkörper, dann fühle ich mein wahres Sein. So. Und dann bin ich der, der ich wirklich bin. Und dann verschwinden diese ganzen menschlichen Probleme wieder aus unserem Leben. Und wir sind bei uns selbst angekommen. Ja, das ist ganz wichtig, das nochmal wirklich zu beobachten, wie lange der Verstand aushält, sich selbst zu beobachten, weil irgendwann fällt er da auch wieder raus, wenn man aus seinem Sein sich selbst beobachtet, ist das so. Ja, ich liebe das auch immer wieder, es ist so, es ist geschehen. Und es ist so einfach, aus dieser ganzen Matrix-Falle rauszugehen und zu sagen, das bin alles ich nicht, das alles erlebe ich und das bin nicht ich. Aber wenn wir jetzt wieder zurück zu den Anunnakis gehen, welche Absicht steckt dann bis heute denn noch dahinter? Was ist deren Absicht der Menschheit gegenüber? Warum nähren sie sich an diesen Energien? Warum trinken wir Milch? Das ist deren Nahrung. Sie ernähren sich von Energie. Und hier sind Wesen, die reichlich Energie produzieren und verschleudern eigentlich. Ja, sie haben ja keine Verwendung dafür. Also wir verbrauchen auch Energie, aber nur einen Teil. So, und deswegen haben die hier eine Nahrungsquelle gefunden in uns, die sie sich bewahren wollen. Mhm. Aber es geht eigentlich um was ganz anderes. Die haben die Absicht, die Welt zu beherrschen, weil sie nämlich glauben, dass es ihre Welt ist. Und wir sollten uns bewusst machen, es ist nicht unsere Welt. Wir waren nicht die Ersten hier. Wir wissen heute nicht, wer zuerst war, ja, aber wir waren nicht die Ersten wahrscheinlich. Und wenn, dann sind wir ja auch als Lichtwesen immer wieder weggegangen, wenn wir unsere Erfahrung gemacht haben. Wir haben also keinen Besitzanspruch auf die Erde erhoben. Und die anderen, die dann kamen, fanden die Erde unbewohnt vor. Heute ist die Erde allerdings nicht unbewohnt, denn es gibt hier feinstoffliche Wesen, Astralwesen, die können wir nicht sehen mit den menschlichen physischen Augen. Aber wir können sie wahrnehmen, sobald wir bei Bewusstsein sind. Ja? Aber die berühren uns nicht. Das ist wie beim Fernsehen. Da haben sie ja auch Dutzende von Programmen. Die sind alle gleichzeitig da. Aber empfangen können sie immer nur das Programm, was sie gerade eingestellt haben mit ihrer Fernbedienung. Ja? Und sie können jederzeit umschalten. Dann sehen sie, das andere Programm ist auch da. Das ist im Raum. Und so sind hier viele Erfahrungsebenen gleichzeitig da. Aber wir sind durch unser menschliches Erfahrungsinstrument eben auf diese Frequenz eingestellt. Wir haben nur einen ganz engen Schwingungsbereich, den wir sehen können,
Und alles andere ist für uns unsichtbar, ist natürlich trotzdem vorhanden. Und auch die ganzen anderen, Sie haben es eben gerade gesagt, auch die Astralkörperwesenheiten, auch die die Nephilim zum Beispiel, die hier auch der Erde geherrscht haben, die Riesen, Mittelerde, all das, was uns über die Schriften ja übermittelt worden ist, da steckt ja so viel Wahrheit auch da drin. Wenn wir uns dem Ganzen wirklich mal genauestens betrachten, wenn wir das alles mal genauer wahrnehmen und auch verstehen, können wir ja erst erkennen, dass wir eben gar nicht dieser Mensch sind. Also man kann auch über diesen Weg einsteigen, zu erkennen, dass der Mensch nicht der Mensch ist, wie er jetzt gerade dasteht, sondern dass er ein Produkt ist, der Körper. Aber die Wesenheit, beziehungsweise das So-Sein, das Sein aus dieser einen Quelle, von der wir alle abstammen. Ja, und das sollten wir uns bewusst machen. Wir müssen nicht wissen, welche Außerirdischen hier sind und wann die da waren und welche Astralwesen, mit welchen Absichten. Das ist für den Verstand interessant, aber für uns eigentlich unbedeutend. Wir sollten uns bewusst machen, das Wichtigste im Leben ist das Erwachen zu sich selbst. Bis dahin lebe ich gar nicht wirklich, sondern träume nur vom Leben. Erst in dem Moment, wo ich zu mir selbst erwache, ist das meine geistige Geburt, bin ich bei mir selbst angekommen und lebe erst mein Leben. Und den Schritt, den können wir jederzeit tun. Und wenn wir den tun, dann sind wir für die anderen nicht mehr erreichbar. Denn die können uns nur mental beeinflussen. Das sind mentale Wesen, die eben nur den Zugriff auf den mentalen Bereich haben. Bewusstsein können die nicht erreichen. Und dann sind wir frei. Und dann können wir unser Leben selbst bestimmen. Und das sollten wir dann auch tun. Und das passiert jetzt auch auf spiritueller Ebene. Wird das Kollektiv, weitet sich jetzt immer mehr, dass die Menschen wirklich zurück zu ihrer wahren Spiritualität, zu ihrem wahren Wesen, zu ihrem wahren Sein wieder zurückkehren, sich miteinander verbinden und diese Kraft nach außen hinstrahlt. Die Erde unterstützt das, weil die Erde selbst in eine höhere Schwingung geht. Und dadurch die Wesen auf ihr unterstützt mit dieser höheren Schwingung. Die Anfänger, die hier sind, für die ist diese höhere Schwingung eine Belastung. Die können damit nichts anfangen. Im Gegenteil, das überfordert die. Die müssen also die Erde verlassen. Aber das ist nichts, was so, sie müssen deswegen jetzt nicht sterben oder mit Raumschiffen in Sicherheit gebracht werden oder so. Das geschieht über einen längeren Zeitraum. Die können ihre Erfahrung beenden, aber die Lehranstalt ist dann eben für die unteren Klassen geschlossen. Können dann nicht mehr inkarnieren, kommen dann gar nicht mehr her. Also sie verlassen ganz natürlich die Erde ohne jeden Druck. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Alle diese Entwicklungen, die haben ein längeres Zeitfenster. So. Aber wir gleichzeitig sollten eben uns entscheiden, wir sind ja hier, um unser Leben zu leben, um unsere Lebenserfahrung zu machen. Nicht nur, um zu schlafen und vom Leben zu träumen. Das ist ja nur die Vorbereitung auf das Leben. Das ist wie die pränatale Phase im Mutterleib. Da sind wir leben schon, wir nehmen auch teil am Leben, aber wir sind noch nicht im Leben, wir sind noch nicht geboren worden. Und so ist das auch. Und stellen Sie vor, wir würden eben, was ja vorkommt, dass wir würden im Mutterleib sterben, dann hätten wir das Leben auf der Erde überhaupt nie kennengelernt, sondern wir hätten gedacht, das ist das Leben. Und deswegen sollten wir uns in diese Situation begeben. Und da könnten wir jetzt noch uns bewusst machen, ein weiterer Schritt, nichts auf dieser Welt geschieht zufällig. Das heißt also, alles gehorcht dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Jeder Mensch hat einen freien Willen.
und bestimmt, worauf er seine Aufmerksamkeit richtet. Und damit bestimmt er, was er damit in sein Leben zieht. Weil dadurch geht er in Resonanz damit. Mhm. Und jede dieser Ausrichtungen ist eine Wahl und eine Entscheidung. Und jetzt kommt das Wichtige. Damit verursacht er die entsprechende Realität. Je nachdem, in welcher Schwingung ich bin, ziehe ich die entsprechende Realität in mein Leben. Und damit bestimme ich mein Schicksal, mein Leben. Mhm. Das sollten wir uns bewusst machen. Und natürlich bestimme ich im Einzelnen mein Leben mit meinem So-Sein. Viele fragen, was ist denn das So-Sein? Wo ist das denn? Das So-Sein ist nicht jemand, den ich habe oder mit dem ich zusammenlebe, sondern das sind meine Gedanken, meine Gefühle, meine Überzeugungen, mein Verhalten. Wie ich eben bin, das ist mein So-Sein. Und das bestimmt meine Schwingung, die Schwingung meines Energiefeldes, denn wir sind ja Energiewesen. Mhm. Schwingung wählt gewissermaßen das Programm im Fernsehen, mhm, was ich dann als mein Leben erlebe. Ja? Und jeder wählt mit seiner Schwingung ein entsprechendes Programm. Mhm. Aber jeder hat eben einen freien Willen, damit er selbst entscheiden kann, worauf er seine Aufmerksamkeit richtet. Mhm. Aber natürlich haben wir hier, wir kommen in eine Welt, wo Regierungen sind, Staaten, Vorschriften, Gesetze und so weiter, Gegebenheiten. Wir können nicht verhindern, was in der Welt geschieht. Aber jeder kann bestimmen, was in seinem Leben geschieht. Und das ist ja das Entscheidende. Ja, viele Gutmenschen wollen gerne Frieden für die Welt schaffen und Wohlstand für alle und sowas. Das können sie gar nicht und das wäre auch gar nicht im Interesse der anderen. Denn das, was in der Welt geschieht, entspricht ja dem kollektiven Bewusstsein. Das wird vom Kollektiv verursacht. Mhm. Aber jeder Einzelne kann innerhalb des großen Spiels, das er nicht verändern kann, mhm, kann er sein individuelles Spiel spielen, indem, mhm, er sein Leben bestimmt. Und das sollten wir uns bewusst machen und das sollten wir erkennen, dass das geht. Und vielleicht als kleine Anmerkung, genau da fängt es ja an. Alles ist Energie und auch mein Aussehen, auch das, worin ich mich befinde, wo ich lebe, alles entspricht ja meiner Nummer eins, das heißt meinem So-Sein. Und dann formt sich die Realität daraus. Das heißt, das, was ich in mir wirklich bin, zeigt sich in meiner Welt. Das heißt, die Zuschauer dürfen jetzt ja auch gerne mal, wo lebst du denn genau? Wie fühlst du dich denn wohl in dir selbst jetzt, gerade in diesem Moment? Wenn nicht, dann kannst du dies ändern. Das heißt nicht, dass du dein Aussehen von einer Sekunde zur anderen ändern kannst, aber du kannst den Ausdruck deines Gesichts verändern, was auf einmal aber wieder eine ganz andere Wirkung in deinem Gesamtwesen hat. Und auch diese kleinen Dinge sind Indikatoren dafür, dass eben alles Energie ist und dass alles uns entspricht. Immer. Das ist unsere Macht. Und davon sollten wir Gebrauch machen. Aber wir haben noch eine große innere Schatzkammer, die den meisten nicht bewusst ist, nämlich unsere schlafende DNA. Wir haben ja von den Anunnaki eine weiterentwickelte DNA bekommen. Die konnten keine DNA machen. Das war zu schwierig für die. Die haben also ihre eigene DNA genommen. Mhm. Und wir haben einige Fähigkeiten, die in der Anunnaki-DNA gar nicht enthalten sind, weil ja auch andere Rassen inzwischen unseren Genpool erweitert haben. Aber wir können die schlafengelegten, inaktiven Sequenzen der Anunnaki-DNA, Langlebigkeit zum Beispiel, vollkommene Gesundheit, keinerlei Krankheiten und so weiter, das können wir alles aktivieren und
dann erkennen wir, wir alle haben also ein innewohnendes Genie, das wir aktivieren. Das aber wird aktiviert über unseren Lichtkörper. Mhm. Aber der Lichtkörper schläft. Mhm. Warum? Weil er nicht ernährt wird. Der Lichtkörper ernährt sich von Licht. Und erst wenn wir zu Bewusstsein kommen, können wir auch bewusst Licht atmen, das unseren Lichtkörper aktiviert. Schon wenige Atemzüge genügen, der erwacht und damit unsere latenten Talente, Fähigkeiten und Kräfte. Das ist unsere innere Schatzkammer, die darauf wartet, dass wir sagen, Sesam, öffne dich, und dann öffnet die sich und wir treten ein und können das in Besitz nehmen. Da ist zum Beispiel als erstes eben Bewusstsein, dass wir unser Bewusstsein in Besitz nehmen. Solange wir davon nichts wissen, ist das für uns wertlos. Das ist wie ein Millionär, der nicht weiß, dass er Millionär ist. Der ist arm dran, aber er ist immer noch Millionär, aber weil er es nicht weiß. Also diese inneren Fähigkeiten, das ist Bewusstsein, Wahrnehmung natürlich, manifestieren können, beamen können, das heißt uns versetzen können an andere Orte, Telepathie, weil die Universalsprache ist telepathisch. Mhm. Ich habe mir früher immer Gedanken gemacht, bevor ich auf Geistreisen gegangen bin, ja, wie soll ich mich denn mit den anderen Wesen unterhalten? Die sprechen ja nicht Deutsch oder Englisch oder Französisch, also irgendeine irdische Sprache. Ja, und dann habe ich das eben gemacht und erfahren, es war ganz einfach. Wir sprechen telepathisch miteinander. Mhm. Und alle sprechen die gleiche Sprache. Mhm. Egal, welche Wesen das sind, die haben oft gar keinen Mund. Mhm. Weil sie den für die Kommunikation sowieso nicht brauchen. Und das ist sehr interessant, wenn man mit denen ins Gespräch kommt, mit anderen Wesenheiten, deren Fragen, die sagen, ja, ihr kommuniziert über Lautschwingungen. Warum macht ihr das so kompliziert? Ihr habt also im Bewusstsein eine Message, das, was ihr rüberbringen wollt. Und die übersetzt ihr jetzt in Laute, da habt ihr Worte und Sprachen erfunden, auch kompliziert, das muss man lernen erstmal. Und dann setzt ihr das um mit dem Mund in Schwingung, der andere mit seinen Ohren hört diese Schwingung, rückübersetzt diese Schwingung wieder in die Worte und entnimmt den Worten die Bedeutung. Da sind doch viele Missverständnisse möglich und so weiter. Anstatt wie beim Internet, ja, wenn ich eben eine E-Mail übertragen will, dann drücke ich auf Send und dann ist sie draußen. Ganz komplett, ja, egal wie viele Seiten das waren. Und da gibt es kein Missverständnis, da fehlt nichts, da ist nichts verändert. Da kann ich mich drauf verlassen. Das ist so. Das wäre doch viel einfacher. Ja, ich habe mir das vorher nie überlegt. Hier auf der Erde war es für mich eben anfangs, wie ich geboren war, nach einiger Zeit selbstverständlich. Ich musste sprechen lernen und dann hat mich der andere mehr oder weniger gut verstanden. Und so begann menschliche Kommunikation. Aber die häufigste Form menschlicher Kommunikation ist immer noch das Missverständnis. Mhm. Und das gibt es in der Universalsprache natürlich nicht, weil wenn man sich mit den anderen unterhält, dann wird der gesamte Bewusstseinsinhalt übertragen. Mhm. Und deswegen haben manche zum Beispiel auch keine Schulen. Warum? Weil das gesamte Wissen einfach von Bewusstsein zu Bewusstsein übertragen wird. Mhm. Und dann habe ich alles, dann weiß ich alles. Von einem Moment zum anderen. Und dann muss ich nur lernen, noch damit umgehen, also mich eingewöhnen, wie wir uns hier auch an die
an die Erde gewöhnen mussten. Aber das ist alles so viel einfacher, wenn man einmal sieht, wie die anderen das machen. Und auch das mit Sexualität und geboren werden, Mann, Frau, kennen viele natürlich überhaupt nicht. Ich sage, wozu so kompliziert? Das, kommt doch einfach mit eurem Energiekörper her und dann sage ich, nein, das nützt nichts. Hier ist eine andere Schwingung. Mit dem Energiekörper kann ich ja nichts anfassen, kann ich nicht handeln. Sagt er, natürlich nicht, aber dann müsst ihr doch nicht geboren werden. Dann manifestiert euch doch den Erdenkörper, das Erdenkleid, was ihr braucht. Ist doch von einem Moment zum anderen gemacht und dann habt ihr es. Sage ich, das können wir nicht mehr. Wie das denn? Das ist doch selbstverständlich. Das kann für viele ist das selbstverständlich und das kann ja jeder. Mhm. Ja? So wie man einfach die Augen aufmacht und dann sieht man. Sehen muss man nicht lernen, sondern man muss verstehen lernen, was ich sehe. Mhm. Aber ich muss nicht sehen lernen. Und so muss ich also manifestieren lernen. Ich kann Unsinn manifestieren, aber ich kann manifestieren. Mhm. Und das alle durch die Fragen der anderen Rassen habe ich also sehr, sehr viel gelernt. Und ich glaube ganz stark daran, dass wir immer noch mit Telepathie hier kommunizieren, es vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen in dem Sinne der andere, aber der auf einer ganz anderen Seite der Welt ist, genau die Information abbekommt und man einfach nicht darüber spricht. Aber dass es funktioniert, glaube ich, nach wie vor, wenn wir das bewusster machen würden, wieder Telepathie anzuwenden, wie Sie sagen, diesen Schatz wieder aktivieren, würde das eben so viel leichter machen, weil auch die Sprache ist ja auch, was uns mitgegeben worden ist, um viele Verwirrungen mit stattfinden zu lassen. Wir haben alle das schon erlebt, dass Sie zum Beispiel irgendwann die Idee hatten, ach, von dem alten Freund habe ich lange nichts gehört. Und das Telefon klingelt und der ruft an. Genau. Das ist die normale Kommunikation. Mhm. Ja, aber da sind wir eben ungeübt. Aber das kann jeder. Also die Anlage ist da, aber er ist ungeübt. Und das ist natürlich bei Menschen, die diese Universalsprache beherrschen, eine Möglichkeit, dem anderen das beizubringen, weil sein Bewusstsein versteht ja. Mhm. Aber sein Erfahrungsinstrument nimmt das nicht wahr. Und deswegen weiß er nichts davon. Mhm. Aber wenn er bei Bewusstsein wäre, würde er es natürlich verstehen und wissen und so weiter. Also es ist faszinierend, wenn wir uns damit befassen, und das sollten wir unbedingt tun, dass wir diese innere Schatzkammer Schritt für Schritt in Besitz nehmen und unsere Talente, Kräfte und Fähigkeiten wieder aktivieren über den Lichtkörper. Dazu müssen wir natürlich ständig Licht atmen, dass der Lichtkörper aktiviert ist. Aber der Lichtkörper hat noch andere Fähigkeiten. Der ist auch unser super Immunsystem. Denn der Lichtkörper kennt keine Krankheit. Mhm. Ja? Und wenn ich also in meinem Lichtkörper lebe, dann überträgt sich die Schwingung des Lichtkörpers, die Vollkommenheit, nicht ganz, aber soweit mein Erfahrungsinstrument physischer Körper empfänglich ist, allmählich überträgt sich das, dass ich gesünder und jünger werde. Mhm. Also da wartet so viel auf uns, das sollten wir einfach nur entdecken. Ich könnte jetzt so stundenlang zugucken und Ihnen mit Ihnen erzählen und wie bei einer wirklich Lagerfeuerunterhaltung, wenn ich dann so diesen hier mache und dann immer mal wieder reinquatsche, weil es mich so interessiert. Ich genieße das so sehr, wie wir hier die Gespräche haben. Und eine Frage brennt mir noch auf der Seele, und zwar gerade mit Mutter Erde, diese Schwingung, die jetzt höher wird und höher wird, uns Menschen durch unsere Spiritualität eben quasi wie so eine Rückkopplung zur Mutter Erde, was zurückgegeben wird, dass die Schwingung von Mutter Erde wieder
sich nochmal entfaltet, gleichzeitig aber Mutter Erde uns auch diese Möglichkeit schafft, eben diese Schwingungserhöhung zu erleben, jetzt gerade im Kollektiv. Was würden Sie sagen, wie können wir oder was dürfen wir auch Mutter Erde zurückgeben? Das Einzige, worauf Mutter Erde wartet, ist, dass wir endlich aufwachen. Solange wir träumen, können wir uns nur träumen um Mutter Erde kümmern, aber nicht wirklich, sondern erst wenn wir aufwachen und wahrnehmen, dann ist es ja ganz einfach. Ihre Frage hat sich damit erledigt, weil sie einfach wahrnimmt, was kann ich denn in meiner Situation jetzt für Mutter Erde tun? Was stimmt denn jetzt für mich zu tun? Ich kann mit Mutter Erde kommunizieren, ich kann sie fragen, kann ich was für dich tun? Wie kann ich was? Wann soll ich das? Wie viel, wie lang und so weiter. In der Wahrnehmung kann ich ja kommunizieren mit dem anderen. Dann nehme ich wahr, was zu tun ist. Und dann wird Leben ganz einfach, weil alle Fragen verschwinden. Und zum Abschluss noch einmal, wir können uns jederzeit aus allem befreien, wenn wir verstehen, dass wir uns gar nicht befreien müssen, sondern dass wir einfach wahres Sein sind. Das ist das Schöne, dass wir durch das Erwachen erkennen, ich muss ja gar nichts ändern. Ich bin ja immer noch vollkommenes, ewiges Sein. Ich bin ja immer noch der Lichtkörper. Ich bin ja unsterblich. Das muss ich nicht mehr erarbeiten. Ich bin nicht hier, um ein besserer Mensch zu werden. Ich bin vollkommen. Ich bin hier, um diese Vollkommenheit bewusst zum Ausdruck zu bringen und sie zu erleben als mein Leben. Das ist, denn wenn in meinem So-Sein Vollkommenheit ist, dann verursache ich damit natürlich auch eine vollkommene Realität. Und dann haben sich alle Fragen erledigt und dann kann ich wieder ganz bewusst eins sein, mit der Quelle, dem Ursprung, dem einen Sein. Denn auch das muss ich nicht ändern und tun, sondern das bin ich. Wir sind ungetrennte Teile des einen Seins. Nützt aber erst was, wenn ich mir dessen bewusst bin. Also werde ich mir bewusst, ich bin eine Welle auf dem Ozean des einen. Die Welle ist ungetrennt vom Ozean. Die kann man nicht trennen. Sonst wäre sie ja nur eine Portion Wasser, keine Welle mehr. Und ich bin also ständig eins mit der Quelle, dem Ursprung, dem einen Sein. Und jetzt brauche ich nur den letzten Schritt tun. Ich lasse meinen Eigenwillen los. Und damit wird kein Karma mehr produziert, sondern der Schöpfungswille ist mein Wille. Ich bin ja das eine Sein. Also ist der Wille des einen mein Wille, also tue ich das, was das eine Sein durch mich will. Als Mensch würde ich sagen, Gott wirkt durch mich als ich. So bin ich einfach nur noch Kanal und lasse das geschehen, was das eine speziell jetzt durch mich verwirklichen will. Gott wirkt durch mich, ja. Das ist ein wundervoller Leitsatz, den ich auch immer wieder liebe zu hören von meiner eigenen Stimme mit dieser Frequenz, das immer mich wieder reinfließen zu lassen. Ich habe andauernd das Gefühl, Sie haben ein französisches Zitat, was Sie hier nochmal rauslassen sollten. Keine Ahnung warum, aber ich höre Sie die ganze Zeit auf Französisch ein Zitat dalassen, was so den Abschluss dieser Interviewfolge einen beflügeln darf. Wollen Sie uns den mal vorlesen? Gibt es einen? Gibt es, natürlich. Sie haben richtig empfangen. Es ist von Voltaire. Ich sage es auf Deutsch, damit es verstanden wird. Alles, was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, solltest du sagen. Sondern nur das von der Wahrheit, was für den anderen jetzt hilfreich ist. Vielen, vielen lieben Dank. Hallo, du liebe Seele. Ich durfte eben ein wundervolles Seelengespräch mit Herrn Kott
Tepperwein führen und habe es wirklich genossen. Das wünsche ich mir für dich auch. Und wenn du wieder wissen willst, wie es funktioniert, dass du stetig online bist, wie du dich daran erinnerst, online zu bleiben und zu sein, dann freue ich mich, dich in meiner Ausbildung zu sehen. In meiner Akasha-Chronik-Ausbildung im Feld des Einsseins. In der Beschreibung findest du den Link. Und ich möchte dir auch in der Beschreibung einen Link schenken, meine Vergebungsmeditation. Denn wenn du das jetzt hörst, ist es genau das, was du in deinem Herzen aufmachen kannst. Heilende Worte in der Vergebung. Alles Liebe, deine Miriam. Und schreib mir in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis ganz bald und vergesst nicht, mich zu abonnieren und zu liken.